Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute die Scheinheiligkeit von Uli Hoeneß. Wie gesagt, ich habe gestern, wie immer am Sonntag, den Doppelpass verfolgt. Zu Gast war unter anderem Uli Hoeneß und das versprach schon wieder sehr viel Zündstoff. So wünschen wir uns den Doppelpass, glaube ich. Aber das, was dann dort passiert ist, war in der Scheinheiligkeit von Uli Hoeneß eigentlich gar nicht zu überbieten. Und zwar erstmal gab es das Gesprächsthema Katar. Wir hören einmal rein in diesen kurzen Ausschnitt. Andere. In diesem Ausschnitt hören wir also, wie Lukas Vogelsang, der Journalist oder Podcaster, der übrigens einen sehr guten Podcast mit Micky Beisenherz macht, Fußball MML, er sprach Uli Hoeneß darauf an, dass es insgesamt in Katar 6500 Tote gab. Und darauf reagierte Uli Hoeneß mit einem süffisanten Ja, aber über 10 Jahre, als ob das jetzt irgendwas verändern würde. Ist ja auch okay, das kann ja auch seine Einschätzung sein, wenn er diesem Standard dann auch treu bleiben würde. Etwas früher in der Sendung ging es aber um England und die dort aufkommende Delta-Variante bzw. die Auslastung des Wembley-Stadions am Finaltag. Denn zum Finale wurden in das Wembley-Stadion 60.000 Leute reingelassen und das störte Uli Hoeneß dann schon. Wir hören mal ganz kurz rein. Boris Johnson, dann passt das ja schon wieder. Aber die Gesundheit der Mitbürger steht doch über allem. Und jeder Infizierte oder jeder Tote, der ist einer zu viel. Und deswegen gibt es da für mich überhaupt keine Grenze, wo die drunter geht. Ja, genau. Denn hier sagte Uli Hoeneß, jeder Tote ist ein Toter zu viel. Das klang dann am Ende ein bisschen anders, oder? Da klang es ja eher nach 6.500 Tote, naja, über 10 Jahre. Wenn es dann aber um die aufstrebende Delta-Variante im Wembley-Stadion geht, dann ist auf einmal jeder Tote zu viel. Das ist natürlich schon mal Scheinheiligkeit hoch 10. Aber nicht nur das, sondern auch dieser ganze Rest. Guckt euch wirklich mal diese Doppelpass-Folge an. Ich kann jetzt nicht so viel hier reinpacken, aber es gibt ja diese ganze Folge bzw. die Katar-Diskussion auch nochmal auf YouTube separat. Ich werde die Links mal unten reinpacken und dann guckt euch das mal an. Und für mich ist es sehr schwierig, das zu bewerten, ohne direkt an die Decke zu gehen. Denn ich finde, das, was Uli Hoeneß macht, ist super scheinheilig. Am Ende über diese Situation zu sagen, es würde ja auch nicht besser werden in Katar mit den Arbeitsbedingungen oder für die Arbeiter, wenn der FC Bayern nicht da wäre. Was ist das denn für ein Argument? Du kannst doch nicht mit denen eine Zusammenarbeit machen, in der du dich fast verpflichtest, sie ja nicht zu kritisieren. Das heißt, du gehst einen Vertrag ein und traust dich ja gar nicht, irgendwas gegen die Entwicklung dort zu sagen oder gegen die Umstände, in denen die Arbeiter arbeiten müssen. Nichts wird gesagt. Es wird einfach faktisch nichts gesagt. Es wird nichts richtig kritisiert. Es wird nichts richtig angegangen. Das heißt, eine Partnerschaft wäre ja noch okay unter den Umständen, wie Uli Hoeneß das sagt. Also für mich moralisch trotzdem sehr verwerflich, aber man muss es ja zulassen können, wenn sie dann trotzdem sagen, wir kritisieren Katar, wo wir nur können oder weisen darauf hin, was alles falsch läuft. Und das ist eine sehr, sehr lange Liste. Und da, finde ich, muss sich Uli Hoeneß eingestehen oder muss sich auch der FC Bayern eingestehen. Was wollt ihr eigentlich? Und könnt ihr euch nicht ein bisschen mehr Moral leisten und ein bisschen weniger Einnahmen? Aber das ist ein anderes Thema. Es ging erstmal um diese Scheinheiligkeit. Ich glaube, man hätte noch viele, viele Sachen aus dieser Sendung sezieren können. Ganz zum Schluss sei nochmal gesagt, ich finde es immer gut, wenn Uli Hoeneß da ist. Es kommen immer schöne Diskussionen, auch die Toni-Kroos-Diskussion. Die war natürlich nicht ganz niveauvoll oder das ist dann vielleicht nicht immer ganz niveauvoll und ich bin sehr selten seiner Meinung, aber es ist immer interessant, wenn Uli Hoeneß da ist und diese Debattenkultur muss auch gepflegt werden. Das heißt, das sei dazu gesagt, jetzt irgendjemand irgendwie zu canceln oder was auch immer, nein, wir brauchen diese Debatten, wir brauchen unterschiedliche Meinungen, dann macht auch ein Doppelpass Spaß. So, und damit sage ich, ich hoffe, euch hat diese Sendung gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von ganzen Doppelpass, aber auch von dem Uli Hoeneß-Thema haltet. Schreibt es unten in die Kommentare und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao.